Hallo Leute, da bin ich wieder. Ihr könnt mich bestimmt hören, aber noch nicht sehen. Das wird sich gleich ändern, wenn ich das hier alles organisiert habe. Was ich hier so vorhabe, eine Sekunde, das müsste gleich losgehen. Und da bin ich auch schon. Herzlich willkommen. Einfach mal so spontan, so 10, 15 Minuten hier mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, wie viele Leute wir überhaupt werden. Diejenigen, die das möchten, die können natürlich, habe ich mir mal so gedacht, so samstags, wenn ihr kein Kanalmitglied seid, so bezahlte Kanalmitglieder, kennt ihr ja, bei mir gibt es bezahlte Kanalmitgliedschaften, dann könnt ihr natürlich auch hier zum Beispiel das Video, was morgen eigentlich für alle zugänglich ist, hier schon sehen. Ist doch eine gute Idee, Leute, oder? Bin mal gespannt, ob hier überhaupt noch welche noch kommen. Ist übrigens Kaffee aus meiner schönen Tasse hier. Könnt ihr auch im Online-Shop bestellen. So, die ersten, die fragen schon: Hallo, Mallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich muss selber erstmal gucken, ob es sich dann überhaupt lohnt, wie viele Leute wir sind. 8 Leute nur ist eigentlich recht wenig. Ich gucke erstmal, wenn wir mindestens 20 sind, ihr könnt ja die anderen Kollegen, die ihr habt, auch sagen, ey, kommt rüber, Mehmet Uri ist online, der stellt gleich schon sein Video vor, was morgen für alle zugänglich ist. Ja, wenn wir 20 Leute sind, dann zeige ich euch, was morgen eigentlich kommt. Wenn nicht, Pech gehabt, dann können wir hier mal gucken. Dieses Ding-Dong, das stört mich auch die ganze Zeit. Das muss ich mal gucken, dass ich das hier irgendwie wegbekomme. Immer noch 8 Leute ist noch zu wenig, Leute. Das ist mir zu wenig. Ich bastel mal hier so ein bisschen rum. Das sind die, die hier beigetreten sind, und das sind hier welche, die schreiben. Okay? Und dieses Ding-Dong, das muss ich auch mal wegkriegen hier irgendwie. Mal gucken. Ich mache das ja heute mit einem PC und nicht mit einem Handy. Deswegen ist das so ein bisschen komplizierter hier als sonst. So, ich muss nämlich da die Kamera gucken, da lesen, was ihr da schreibt. Schreibt mir denn überhaupt jemand was? Ermutige den Zuschauern dazu, den Live zu teilen. Habe ich gerade gemacht, Leute. Ich habe euch doch ermutigt zu teilen. Wenn ihr das nicht macht, ja, Alarm. Warte, den Alarm, den wollte ich doch hier ausmachen. Kann man den nicht ausmachen hier? Nein, ich will keinen Alarm. Vorschau, ich will auch keinen Vorschau. Kann man das nicht leiser machen, dieses Alarm-Dingsbums da? 5 Sekunden auch noch. Ah doch, hier, Alarm über Steuerung. So, ich glaube, jetzt habe ich es weg. Ich weiß nicht, könnt ihr das eigentlich auch sehen? Nee, ne, was ich hier mache? Anwenden. Okay. So, ihr könnt nur den Bereich hier sehen. Ich habe das auf einem anderen Handy. Wie viele Leute sind wir jetzt? Ihr werdet ja weniger anstatt mehr. Nur 7 Leute. Wer ist denn da überhaupt? Dieter Kallmayr, Intino-Fan kenne ich nicht. Jassi kenne ich nicht. Schauen. Wer ist das? Hallo Mehmet. Erste Mal live dabei. Wie du live bist, danke für deine Mühe bei deinen Videos. Ja, nichts zu danken. Ab und zu mache ich schon mal so Experimente mit mir selber. Ich wollte eigentlich das Video, was eigentlich morgen kommt, euch zeigen, wenn wir hier 20 Leute wären. Aber wir sind nur 9. Tja, dann wird daraus nichts. Ich mache mal diesen Alarm-Dings hier auch weg. Hier, Mathe, wie geht das hier? Alarm, nicht Alarm, sondern der Countdown. So, ey, ich werde ja doch richtig gut hier drin. So, das Zeichen, das ist gut, was ich hier habe. Das bin ja ich selber hier. Hinten könnt ihr sehen, mein Play-Button. Wer den noch nicht aus der Nähe gesehen hat, den kann ich das auch nochmal aus der Nähe zeigen. Hier, so sieht das Teil aus. Ja, steht extra drauf, 100.000 Abonnenten. Mehmet Oe, der Busfahrer. Ja, Turm an seinem Platz. Ja, das ist hier so mein Neu. 10 Leute sind wir bis jetzt. Okay, noch zu wenig. Sagt euren Kollegen Bescheid, die sollen mal hier antanzen. Dann könnt ihr das Video, was normalerweise morgen erscheint, hier schon sehen. Zeigst du uns Darmstadt? Darmstadt habe ich schon gezeigt. Ist schon auf dem Film. Was ich jetzt zeige, morgen ist Esslingen dran. Bei Stuttgart ist das ja. Mit diesen Oberleitungsbussen. Das wollte ich euch zeigen, wenn wir 20 Leute sind. Aber wir sind immer noch 10. Also wird wohl nichts daraus. Weil diejenigen, die bei mir Kanalmitglieder sind, die zahlen 5,99 €. Und die können dann die Videos, die normalerweise immer sonntags erscheinen,
dann jetzt schon anschauen. Ne? 2 Tage vorher können sich das schon anschauen. Und morgen ist dann Premiere dann für alle. Und ich wollte was Gutes tun, damit die TikTok-Leute auch auf ihren Spaß kommen, euch das zeigen. Ich habe das jetzt auch nicht angekündigt. Okay, jetzt sind wir mittlerweile schon 13. Wenn ich da eine 20 sehe, dann kommt das Video live. Für die 20, die natürlich dabei sind und die anderen gehen leer aus. Sonst müsst ihr so lange warten bis morgen. Jetzt sind wir schon 14, noch 5, 6 Männekes oder Weibkes. Dann könnt ihr mitgucken. So, ihr könnt aber in der Zeit, die jetzt hier schon drin sind, wenn ihr was wissen wollt, warum fährst du nicht Bus? Ja, weil ich heute frei habe. Morgen bin ich irgendwo auf so einem Schloss. Morgen bin ich mit dem Reisebus unterwegs. So, was ist denn hier noch? Hat das live geteilt? Ja, teilt weiter, Leute, damit wir hier 20 sind. Gerade waren wir 14, jetzt sind wir wieder 12. Ich so, Mehmet, ui, im Sommer musst du endlich mal nach Neubrandenburg kommen. Ja, muss ich nicht, aber ich kann es versuchen. Mal gucken. Habe ich eigentlich hier den Chat hier nur auch nochmal hier so zu sehen? Wartet mal. Ich glaube, ich kann den Chat hier, wenn ich den hier ausmache. Muss eigentlich mal. Ah, hier kann ich das ja auch sehen. Ist ja noch interessanter, das kann ich noch besser sehen. Okay, dann brauche ich das hier eigentlich gar nicht. Ich chill hier einfach mal rum. Hab ja sonst nichts zu tun. Hab ja heute meinen freien Tag. Ich denke mal, Ton und so ist alles gut. Sonst hättet ihr schon was gesagt. Ihr hört mich nicht und so. Ich kann ja mal ein bisschen Musik dazu spielen lassen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Mal gucken, welchen Bereich seht ihr denn? Wenn du gehst, habe ich hier Tutzak. Warte, verzeih mir, welches Lied? Warte, Yusuf und Yasin hören wir jetzt. Ja, der Song, der ist immer gut. Ah, ich sehe gerade, ihr könnt so, wenn ich so mache, den Chat da mitlesen. Deswegen ist das so, so könnt ihr den Chat hier mitlesen immer. Ist das eigentlich gut oder nicht gut? Das weiß ich gar nicht. Leute, ich bin ja nicht so gemein. Für diejenigen, die jetzt da sind, schaut einfach mal rein, was morgen normalerweise kommen sollte. Ja, ich bin ja nicht so gemein zu euch. So, wo ist das denn hier? Bild, Alarm, Kamera, Firefox. Hier müsste das gleich erscheinen. Mal gucken. So, auf geht's. Dann schaut euch das mal an. Das kommt normalerweise Hallo Leute, morgen. da bin ich wieder. Ich bin hier in Esslingen an der Neckar, hier am Zopp und dahinter ist auch schon direkt der Bahnhof. Wie ich hierher gekommen bin, könnt ihr gleich nach dem Intro sehen. Da fragt und was ich einer, hier wann kommt das natürlich so alles Darmstadt-Video? Ist erlebt schon habe. längst In diesem online. Sinne, was machen wir? Dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Ach du Scheiße, da kommt der Bus schon schnell hin. Ja, mit diesem Bus werde ich dann gleich nach Esslingen fahren, Leute. Bleibt dran! So Leute, ich bin auch nicht schlecht, oder? Die hängen dann da oben, kann man drauf sehen. Die hängen wir dann gleich wieder, zack, da oben drauf. Ach, mein Mod ist auch da. Hier passiert nichts. Ich wollte eigentlich 20 Leute haben, So damit ich Leute, denen das wir live werden für jetzt morgen nach zeige. oben und Aber wir fahren haben nur nach 8 Esslingen. geschafft. Aber ich Mal bin ja gucken, nicht was uns da so. so erwartet. Ein Tipp vom Das Video Ingo kommt ja morgen online für bekommen. alle. Er sagte, da fahren auch O-Busse und so. Ich kann es gar nicht abwarten, diese O-Busse zu sehen, wenn sie tatsächlich hier gibt. Also die Leitung habe ich schon mal gesehen. So, der Zopp ist glaube ich hier in der Nähe. Ich sehe da schon die ersten Züge. Und ja, sind wir direkt vor. Das müsste der Zopp sein oder geht noch weiter? Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Ja, ich glaube, ich steige mal hier aus.
So Leute, gerade frisch angekommen. Ich kann es gar nicht glauben. Hier sind so viele Busse, so schöne Busse auch. So in Schwarz und so. Mit dem bin ich ja gerade gekommen, mit der 131. Mit dem muss ich auch nachher wieder zurück. Erstmal gucken, orientieren. Esslingen, an der Neckar, Zopp und Hauptbahnhof, alles in einem. Wunderbar, was wollen wir mehr? Ich orientiere mich erstmal, wie ich nachher wieder zurückkomme und mache dann gleich schöne Aufnahmen für euch. Aber Leute, schaut mal die Chromspiegel, das sieht doch mal so richtig gut aus, mit den ganzen Chromspiegeln und so. Schau mal rein, und auf der anderen Seite habe ich auch schon die Schienen gesehen, aber wenn ihr hier oben sehen könnt, sind hier auch so Oberleitungen. Das heißt, hier müssten auch Oberleitungsbusse gleich kommen. Itono-Fan 1105, ich lese gerade auf YouTube, einem, findest du kein Darmstadt-Video. Genau, der ist noch nicht online. Der kommt morgen Mittag zur Auswahl. Wenn er dann ausgewählt wird, dann erscheint es, ist aber schon gedreht. Dann warten wir mal, dass wir welche zu Gesicht bekommen. Aber ich habe schon gesehen, hier fährt gemischt alles rum. MAN habe ich hier schon gesehen, gerade habe ich schon Citarus gesehen. Aber ich bin mal auf die Oberleitungsbusse gespannt, ob das auch tatsächlich diese Hess-Busse sind, wie ich die in der Schweiz gesehen habe. Auch so alte Käfer fahren hier auch noch rum. Ja, da bin ich mal gespannt, was hier gleich hier alles zu sehen ist. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt, hat sich tatsächlich gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt müssen wir nur noch was geboten bekommen. Autogrammkarte kannst du Solaris auch im Online-Shop bestellen. Ach, Solaris-Oberleitungsbusse sind das. Ach du Scheiße. Schaut euch das mal an. Ich habe jetzt eigentlich einen Hess-Bus erwartet, aber Solaris-Oberleitungsbusse. Okay, nicht schlecht. Gut, jetzt wissen wir schon mal, dass hier Solaris fährt. Mal gucken, was noch kommt. Oh. Ja, aber anscheinend wohl tatsächlich nur Solaris. Und auf bestimmten Strecken. Auf der Seite, da wo Oberleitungen sind. Und auf der anderen Seite habe ich gerade die normalen Busse, womit ich gerade gekommen bin. So, wir gucken mal Bahnhof. Wir laufen mal durch, was es auf der anderen Seite gibt. Und dann kommen wir natürlich wieder hier hin. So, ich bin jetzt mal hier reingegangen. Aber alles zu, irgendwie komisch. Ein Reisezentrum, okay, der gibt es hier. Reisezentrum ist vorhanden, ein Geldautomat. Aber man kommt hier wohl nicht durch, um an die Gleise zu kommen. Das war vielleicht früher mal so. Und da vorne geht es ja auch schon zum Meckes, sag ich schon, Gewohnheit, zum Burger King. Aber zu die Gleise kommt man hier wohl nicht, oder? Mal gucken, was ist hier. Doch. Hier auf der Seite kann man dann so durchlaufen, drücken, okay. Ah, nicht direkt zum Bahnhof, aber wir sind hier auf der anderen Seite. Die Züge sind da hinten. Irgendwie muss ich aber darüber kommen. Ja, so schöne Citarus. Womit ich gekommen bin, die waren ja irgendwie schwarz, bestimmt ein anderes Verkehrsunternehmen. Und die hier, die sind hier weiß und mit so, ja, kunterbunt, sag ich mal. So, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich da rüber komme. Da hinten ist auch noch so eine Brücke. Ich denke mal, über diese Fußgängerbrücke kommt man am schnellsten da rüber. Und am sichersten natürlich. Ja, die nehme ich jetzt auch. So, da ist so ein Bus, womit ich gekommen bin. Hier so ein VVS. Ja, das ist wohl der Verkehrsunternehmen hier, womit ich gerade gekommen bin. Ich laufe aber weiter zu der Brücke da hinten hin. Auf dem Weg zu der Brücke können wir hier noch mal so einen Gesamteindruck mitnehmen, wie das hier aussieht. Hier am Zopp, ja, so schaut's aus. Haben sie schön gemacht, schön überdacht. Aber nur die Fußgänger, die leben gefährlich. Gucken wir jetzt mal die Frau, wenn die hier rüber will. Es gibt hier keine Ampeln oder so. Wenn die so kreuz und quer darüber laufen, da muss der Busfahrer wohl aufpassen. Da kommt auch noch ein sehr schöner Citaro rein. Der ist zwar auch schwarz überall, aber vorne irgendwie mit Orange abgedeckt. Mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt, dieses VVS. Ja, sehr schön. Kann ich auch nirgendwo sehen,
was für eine Bedeutung das hat, aber ihr wisst, wirklich gut. Wenn jetzt auch ein paar Züge und so kommen, haben wir alles im Blick. Ja, so tolle Aufnahmen, so tolle Gegend haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Erinnert mich so ein bisschen. Ampelanlage, ne. MX16. Ah, wo ich letztens in Stuttgart war, habe ich doch gesagt, MX Mexiko stand da doch. 16. Müsste auch, glaube ich, der gleiche sein. Ja. Mal gucken, warum der nicht losfährt. Irgendwas ist auf der Seite. Der hat noch keine Freigabe. Mal gucken, ob wir tatsächlich irgendwie was sehen, dass die Gleise hier vielleicht irgendwie verrückt werden. Der weiß, glaube ich, nicht, ob er links oder rechts fahren soll. Ah, der musste jemanden nur überholen lassen oder was? Ne, der ist aber auf der anderen Spur. Das ist jetzt ein ganz anderer. Ja, mal gucken, ob das Stellwerk sich irgendwie ändert oder so. Weil da teilt sich das ja, wie ihr sehen könnt. Der kriegt gleich die Freigabe, dann eben halt entweder rechts oder links ranzufahren. Tut es hier aber bis jetzt noch nichts. Ach, in der Zeit können wir uns ja hier diese Solaris O-Leitungsbusse gucken. Auch nicht schlecht, ne? Und da kommt ein normaler. Das ist aber ein schöner Setra. Fährt er denn jetzt endlich mal? Immer noch nicht. Doch. Oh, jetzt fährt er aber ganz gemütlich hier ran. Mal gucken, welche nimmt er? Ah, die rechte. So sieht ein Zug mal von oben aus, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Bei Mehmet OE könnt ihr alles erleben, Leute. Ich denke mal, dass es ein Stadler ist, oder? So, ich gehe aber trotzdem mal runter auf die andere Seite. Aber das ist so blöd, wenn man da zum Bahnhof muss, dass man hier den ganzen Weg auf sich nehmen muss, um hier rüber zu gehen. Müsste eine Möglichkeit geben, da auch rüber zu kommen. Habe ich jetzt gerade gar nicht so gesehen. So, ich guck mal, ob ich von der Seite vielleicht irgendwie da rumkomme. Ich habe mal gerade so ein junges Mädel gefragt, wie ich denn da rüberkomme. Danke, Lukas. Grüße zurück nach Hamburg. Okay, sie sagt aber hier runterlaufen, da kommt man auf jeden Fall zu dem letzten Gleis. Das ist so ein bisschen komisch. Muss man tatsächlich hier diese Brücke immer nehmen? Wunderbar. Da hinten stehen auch noch zwei, die nehme ich auch noch ins Visier. So, ich bin ja schnell, ne? Ich bin ja schon hier unten. So, hier können wir nochmal sehen, da ist eine Hamsterbacke. Ja. Und hier sind die zwei, was wir gerade von oben gesehen haben, warum die hier stehen. Die können hier nicht weiterfahren, weil das hier wie so eine Art Kopfende ist. Ah, es gibt hier einen Bahnhof da. Es gibt eine unterirdische Treppe. Man kann wohl hier drunter auf die andere Seite oder für euch. Die können hier aber auch nicht weiterfahren. Das sind wohl entweder Ersatzzüge. Oh, der hat einen Crash gehabt schon mal. Wie kann denn sowas passieren? Ja, beim Rangieren hat er wohl nicht getroffen oder so. Keine Ahnung. Kann sein. S-Bahn. Ja, die sind entweder hier als Reserve oder die können eben halt hier nicht weiterfahren oder keine Ahnung. Dahin geht es auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ja, ich laufe mal durch diesen Tunnel auf die andere Seite. Und euch nehme ich natürlich mit. Die haben an alles gedacht, wenn man ein Fahrrad hat, damit man das nicht hier so klack, klack, klack hier rum schleppen muss. Oder Kinderwagen, Rollstuhl wird eng, aber so Kinderwagen oder so kann man dann hier auch so lang schieben. Ja, zu den Zügen Stadtmitte und zum Zopp, ja toll. Hätte ich mir die Mühe gar nicht machen brauchen bis hinten hin über die Brücke, aber dann hätten wir auch keine so schöne Aufnahmen, Leute. So, jetzt sind wir hier am Zopp bei den Gleisen. Stadtmitte geht es tatsächlich geradeaus. Dann nehmen wir gleich die Abkürzung. Wir schauen uns erstmal an, was hier oben so los ist. Aber von hier können wir auch die Busse beobachten, die hier langfahren. Ja, Oberleitungsbusse. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur Solaris gesehen.
hat man sich wohl beschränkt eben halt auf Solaris. Okay, wenn die gut sind, warum nicht? Auf der anderen Seite sehe ich einen Parkplatz oder so Parkschleifen. Da stehen auch ein paar Busse. Ich denke mal, da kann man auch wohl Pause machen oder so. Natürlich, was machen wir? Genau, wir laufen da auch hin. So, hier tut sich im Moment nichts. Wenn sich was tun sollte, ist er direkt von der anderen Seite. Kann ich direkt rüberspringen. So, wir laufen jetzt natürlich nicht hier über die Gleise auf die andere Seite, sondern nehmen den unterirdischen Gang. Warum habe ich den gerade nicht gesehen? Da kommt eine Durchsage, wartet. Ah, habe ich doch gesagt, ein ICE kommt. Aber der hält an oder fährt er durch? Der ist zu schnell zum Anhalten. Ich denke mal, der fährt durch, Leute. Genießt es. Ich bin ja direkt auf der anderen Seite rüber gelaufen. Ja, genau, wir sind da durch ein Tor rein und auf der anderen Seite raus. Dann konnte ich das hier natürlich nicht sehen. Okay, das hätten wir jetzt auch. Aber wir wollten jetzt ja noch zu den Bussen, die da hinten stehen, hinlaufen. So, gesagt, getan. Schon bin ich hier. Ja, die Busfahrer, die machen es richtig. Wenn sie rauchen, können sie ja, dürfen sie ja. Aber nicht im Bus oder direkt an der Tür oder so. Der Kollege macht es richtig. Parken nur für Linienbusse. Also mit dem Volvo könnte ich hier nicht hin. Der Kollege, wie gesagt, hat es richtig gemacht. Der guckt auch schon. Mal gucken, vielleicht kann ich mit ihm ein Gespräch führen. Und vielleicht lässt er mich hier in seinen Bus. Mal schauen. So, jetzt eine andere Ansicht hier von dem Bahnhof. Und jetzt kann auch der Kollege hier, gehen wir mal hier, damit er besser sehen kann. Da war doch ein Kollege von euch, der hat immer gerne Güterzüge gewünscht. Jetzt kommt er sogar auch auf seine Kosten. Schaut mal, wie viel LKWs der jetzt direkt der nächste. Ja, sehr schön. Das sind auch richtige LKWs, natürlich ohne das Zugfahrzeug. Ja, wirklich toll. So, jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich wieder zurück nach Ried komme. 130 oder 131 fährt dahin. Ich orientiere mich mal. Mal gucken, in der Zeit können wir vielleicht noch, also hier ist schon mal nichts, hier ist 110, 104 und so was alles. In der Zeit können wir vielleicht sehen, wenn neue Busse hier kommen, die wir noch nicht im Bild hatten. So Leute, ich bin in einem Citaro, diesmal ein Solo. Hab mich schlau gemacht, die 130, die fährt einen rund. Also der kommt hier hin, dreht hier und dann fährt er wieder zurück. Also ist die gleiche Haltestelle auch zum Zurückfahren. Ja, ein sehr schöner Bus, auch mit dieser Holzoptik, was wir hier haben. Aber auch schon bemalt, da hat sogar einer erste FC Köln oder was drauf geschrieben. Schade um die schönen Busse. Der hat aber auch hier oben die, wenn man neue Fahrer werben will oder werden will, kann man sich das ausfüllen. Ja, Georg, kannst später nochmal gucken. Ja. Schön, trotzdem, dass du dabei warst. Laden. Und dann geht's wieder zurück nach Ried. So Leute, ich bin wieder zurück hier in Zinsholz bei Ried. Und es geht ja morgen wieder zurück nach Hause mit dem Volvo. Diesmal fahre ich, diesmal lasse ich mich nicht fahren. Aber der Tipp, einmal nach Esslingen zu fahren, hat sich, glaube ich, gelohnt. Ich hoffe, ihr seid auch der Meinung. Wenn ja, könnt ihr es ja alles mit Daumen hoch bewerten. Ansonsten gibt es natürlich wieder neue Videos, wenn es wieder soweit ist und ihr euch an dieser Umfrage beteiligt. Bis dann, euer Memedue. Auf geht's. Ciao. Ja Leute, jetzt ist das Video zu Ende. Ich habe ja auch nicht zu viel versprochen. Ne? Wir waren zwar nur 8 Leute, oder bis irgendwann waren wir mal 14, 15 Leute. Und ja, eigentlich hatte ich mir so vorgestellt, dass hier mehr Leute dabei sind. Dass wir dann eben halt das, was morgen kommt,
noch mehr Leute sich das anschauen. Aber jetzt ist es eben halt so, ist ja nicht schlimm. Ihr habt es wenigstens gesehen, die jetzt dabei waren. Und warte, ich mache mal Bild auch noch hier. So, ich komme jetzt so allmählich klar hier mit dem Zeugs hier. Das klappt ganz gut. Ich gucke mir jetzt Fenerbahçe-Spiel an. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen nicht vergessen, 10:30 Uhr dieses Video live auf Premiere für alle dann. Ne? Ihr habt es ja gesehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es nochmal sehen. Ansonsten, Dankeschön, dass ihr dabei wart und euch das Video angeschaut habt. Wenn das interessant für euch ist, wenn ihr das öfters haben wollt, einen Tag vorher, hier für diejenigen, die eben halt nicht abwarten können, bis morgen das Video erscheint für alle, können wir das gerne machen. Ansonsten habt noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch alles Gute. Zum Abschluss hören wir noch ein bisschen Musik und auf Wiederschauen. Ciao, Leute.